Ich habe da nichts gegen. Ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Weil es wären vielleicht 30 Sekunden Werbung, die man sich so antun müsste. Und dann könnte man ja einfach... Kann man das Video gucken. Und das ist ja dann mal eine Arbeit von so einem Let's Play. Ja, ich sag mal, wie viel kostet das? Das so eine Folge, die ihr jetzt seht, die ich 15 Minuten aufnehme, nehme ich 15 Minuten auf. So. Erster und wahrscheinlich logischer Arbeitszeit. Dann rendern. Das müsste auch noch jeder von euch mitgekriegt haben, dass das nicht so schnell läuft. Dieses Rendern. Dass das auch immer eine Zeit lang schon dauert. Und ja, da habe ich dann irgendwann, da denke ich dann echt, es ist dann doch eigentlich verdient, wenn man das dann auch unter ein bisschen Geld damit verdient. Aber gut, lassen wir lieber dieses Thema, das ist ein heikles Thema sowieso. Ich glaube, das sollte man, wenn, in einem öffentlichen Forum oder sowas besprechen. Aber ich finde das jetzt gerade hier fürs Let's Play ein bisschen zu heikel. Ich überlege nur gerade, wie wir das jetzt hier alles abändern können, damit das noch passt. Weil die Scheiße ist ja, es läuft ja auch hier rein. Das Einzige, was wir machen können, wir können das Ganze... auf jeden Fall schon mal... so machen. Und dann so. Dann müssen wir das Ganze rein theoretisch nochmal einen hier noch weiterhin versetzen. Und dann nochmal da so eine Schicht dran bauen. Dafür bräuchten wir nochmal ziemlich viel Dirt. Wir testen jetzt erstmal die normale Funktionalität des Dings. Und zwar habe ich ja vorhin bemerkt, dass das so nichts wird, weil die Felder genau 8 lang sind. Und das war genau falsch. Ich dachte nämlich, bei 9 hört das mit dem Wasser da so auf. Ich dachte, das läuft noch runter. Aber es tut es nicht. Das heißt, sie dürfen nur 7 lang sein. Das habe ich vorhin bemerkt. Wir müssen das Ganze also verkürzen. Und müssen auch den Wasserlauf dann von hier schon haben. Denn sonst klappt das nicht. Und rein theoretisch müsste der auch noch alles nochmal ein nach außen versetzt werden. Wobei das ja wieder... ist das Ding überhaupt nötig? Das wäre ja nur... man könnte das Ding in der Mitte einfach mal weglassen, wenn man das Ding einfach von außen bewässert. Dann haben wir schon mal das Problem nicht mehr mit der Mitte. Dann passt das auch alles wieder. Wenn man das einfach mal dazu macht, das würde ja rein theoretisch gehen. Wenn man das jetzt von außen bewässert, dann geht das ja auch. Müsste halt alles nochmal... das wäre eine unendliche. Naja gut, dann halt. Obwohl, das ist doch eigentlich auch eine unendliche. So. Hier die Wasserläufe. Auch noch ein bisschen nach hinten eigentlich müssten. Oh, das ist alles nicht so einfach, wie man sich manchmal vielleicht denkt. Ja, genau, der müsste auf diese Höhe. Oh Mann, das ist echt ein Projekt, was noch ein bisschen dauern wird wohl. Jetzt können wir uns ranmachen und das hier alles um einen so runtersetzen. Oh ja, spannend. Das Ganze jetzt hier wieder alles um einen immer wieder runtersetzen. Hier muss dann nämlich schon... nee, nicht. Um zwei. Nur da. So. Da muss das hier 1, 2, 3 nach hinten. Oh, scheiße.
Aber dadurch auch am Ende vielleicht noch, müssen wir nochmal in den Boden ein bisschen reinrennen. Mein Finger total juckt, ich weiß nicht warum. So, hier nochmal alles wegruppen. Ich hab's genau falsch gemacht. Mann, regt mich jetzt ein bisschen auf, aber gut, ändern kann man es halt nicht. Ah, hier ist... Okay, was ist hier los? Ah. Na los, drauf da. So, perfekt. Oh, wow, das ist gar nicht so tief. Oh. Oh, das muss alles weg. Ah, ich kann gar keinen Dirt mehr aufnehmen, weil ich mein Inventar total voll ist. Aber gut, das hätte so eh gemusst. Ach, da muss ja sogar noch einer weg. Eine Reihe. Aber wir sollten uns gleich auf jeden Fall irgendwas entsorgen, damit wir den Dirt immer mit aufnehmen können. Komm, hier, Flowers braucht man nicht. Haben wir genug. So, erstmal machen. Das wird schon wieder Nacht. Und wir haben gerade mal erstmal hier das Feld herabgesetzt. Das müssen wir jetzt eigentlich hier noch ausbessern, das innere Ding. Das brauchen wir nämlich gar nicht. Das können wir nämlich auch so einfach bewässern. Das würde ja ausreichen, weil das geht 1, 2, 3, 4, 5. Da ist eine Trennung zwischen. Ich hoffe das einfach mal, dass das so funktioniert. Gut, da muss keine Trennwand hin. Aber rein theoretisch, wenn man das jetzt so macht, hat man hier vier Felder, ja gut. Dann ist das halt so. Komm, lass uns mal... Oh, nee, falsch. Lass uns mal hier so sein, einfach. Dann kannst du auch so bleiben. Wir müssen jetzt einfach so machen, damit das Wasser hier sich nicht mit dem anderen Wasser hier vermischt und so. Ich hoffe, ihr seht noch was. Ich stelle noch jetzt mal die... Was haben wir denn hier? Ich stelle jetzt einfach mal hier auf Baumodus so. Und wollen wir hier Brightness... mal auf 70%. Ist das wie am Tag. Und da unten kommt dann einfach nichts mehr hin, das ist mir jetzt egal. So, und hier jetzt auch das gleiche. Den mitnehmen noch. Den Dirt können wir gar nicht genug haben. So, wir müssen das Ganze nochmal nach vorne versetzen. Denn sonst wird das hier nichts. Erstmal natürlich hier die Pistons wieder rausreißen. Oh Mann, da brauchen wir gleich nochmal ein bisschen mehr Dirt. Also nochmal Dirt abbauen gehen. Ja, ja. So ist das in Minecraft. Manchmal baut man einfach Sachen ab, die man normalerweise überhaupt nicht braucht und einen Überfluss hat. Wie Dirt zum Beispiel eigentlich dazu gehört. Aber gut, wir brauchen das einfach gerade jetzt mal. Und die Frage ist mal, wo man das herkriegt. Weil man will ja auch nicht die Welt irgendwie total hässlich machen. Wenn man da irgendwo Dirt rausgerissen hat, sieht ja auch scheiße aus. Aber gut, so ist es halt manchmal. Weil es kann ja alles gut aussehen, was ich mache. So. Hauen wir mal erstmal das... Erstmal wieder reicht. So, ich nehme jetzt eigentlich auch schon vor auf. Und zwar für zwischen Weihnachten und Neujahr. An Weihnachten und so kommt ja sowieso nichts. Aber
Zwischen Weihnachten und Neujahr hatte ich mich jetzt nicht so scharf drauf aufzunehmen, aber natürlich will ich trotzdem Videos hochladen. So rein theoretisch müsste das Wasser der Pistons auf dieser Höhe hier sein. Obwohl das ein Höher ist, oder? Ist das ein Höher? Ja, das ist ja ein Höher. Ha! Kann das auch hier hinten sein. Würde ich einfach mal sagen, mache ich das so. Das ist das Loch für das Wasser. Ich hoffe mal, weil es ist ja eigentlich ein Höher. Dann sollte es ja eigentlich auch gehen. Ah ne, Dirt brauchen wir gerade nicht. Also machen wir so. Ne, erstmal die Pistons dahin. So, das auch einmal alles wegreißen. Da müssen wir da auf jeden Fall gleich noch viel, viel vernetzen tun. Das wird auch noch ein Spaß. Weil wenn wir jetzt hier dann Krawil einfach mal testweise reinhauen. Das Ganze jetzt einfach mal testen werden. Und zwar indem wir jetzt einfach mal hier wegreißen. Sollte das doch. Es sollte. Ich hasse es. Ich hasse Minecraft so sehr. Minecraft, du bist so scheiße. Wie wäre das, wenn man das jetzt hier so macht? Provisorisch jetzt mal kurz so. Das würde ja auch nichts bringen. Wir müssen das alles um einen hochsetzen. Das heißt, man müsste rein theoretisch das Wasser erstmal ausmachen hier. Verschwinde. Die Pistons nochmal rausreißen. Wie kann man hier am schnellsten abbauen? Naja, nicht wirklich schneller. Jetzt, ich brauche hier gerade kein Schwert und keine Axt. So, ist mir dann mal egal. Weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, mir nochmal das Ganze hier umzubauen, werde ich jetzt das mir eines kleinen Trickes behelfen. Und die Pistons einfach mal so hinstellen. Nein, falsch. Natürlich weiterhin so. Die müssen ja noch oben. Wenn ich jetzt da nochmal den Dirt reinhaue, wenn wir zwar auf Peaceful spielen, ich esse trotzdem jetzt hier das Steak gegen meinen Hunger. Muss mir auch noch einmal da und den Gravel hier drauf hauen. Falsch. Ja, wie lange werden wir diese Erntemaschine hier noch sitzen? Wir sind gerade erstmal beim, ja, noch nicht mal anpflanzen. Wir sind erstmal hier beim Austesten, dass das auch alles funktioniert. Jetzt brauchen wir erstmal was. Ah. So. Was haben wir? Und dahin. Ich fülle mir die schon mal auf. Perfekt. Und jetzt hier das einfach mal so machen, damit das nicht so eklig aussieht. Nein, falsch. Das muss da bleiben. Bitte, bitte, bitte funktioniert einfach. Ja, ja, la la la. Endlich funktioniert mal alles, wie es soll. Okay, da muss aber trotzdem noch so gemacht werden. So, ne? Ne? Was ist da? Warum fließt es? Hallo, gehst mir bitte raus? Danke. Warum es da gar nicht weiter fließt, weiß ich nicht. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben. Müssen wir jetzt gleich hier nochmal umbauen, aber das ist ja nicht das Problem. Erstmal wissen wir, es funktioniert soweit. Ich meine, jetzt geht der Spaß ja erst richtig los. Jetzt kommt das Verkabeln und alles der Pistons. Ach, warte mal. Habe ich gerade Scheiße gemacht? Ja, die Pistons werden ja noch einen hochgestellt.